In diesem Kurzvideo zeigen wir die Funktion einer Flankenschutzweiche am Beispiel der U-Bahn-Endhaltestelle Warschauer Straße in Berlin mit Blick auf die schöne Oberbaumbrücke. Wir sehen einen Zug von der Ferne auf uns zukommen, aber seine Fahrstraße ist für eine Fahrt in das Nachbargleis gestellt. Er wird also gar nicht unsere Betrachtungsweiche passieren, denn unsere Weiche hat gerade eine flankenschutzbietende Funktion. Sie befindet sich in abweisender Stellung zur Fahrstraße des vorbeifahrenden Zuges. Würde in ungewollter Weise ein Zug über die Flankenschutzweiche fahren, so würde er nie die eben gesehene Zugfahrt gefährden. Soweit, so gut. Nun werden in Kürze die Bedingungen für eine andere Zugfahrt vorbereitet. Das ist eine Zugfahrt kommend vom rechten Gleis in ausfahrender Richtung. Unter anderem ist wieder unsere Betrachtungsweiche ein wichtiger Bestandteil der Fahrstraße. Sie ist wieder als Flankenschutzweiche dienlich, so dass sie eben in die andere Richtung gestellt wurde. Nun spulen wir vor. Erneut ist es die abweisende Stellung, welche das Zusammenstoßen von zwei Zügen unmöglich macht, und wir sehen den vorbeifahrenden Zug, welcher seine eigene Fahrstraße sicher befahren kann. Zu guter Letzt hat unsere Flankenschutzweiche auch eine aktive Funktion. Sie ist Teil des Fahrweges für diese Zugfahrt. Die hinteren Weichen sind in der richtigen Lage zu sehen. Unter anderem ist nun die rechte hintere Weiche als Flankenschutzweiche dienlich.